Man muss ehrlich sagen, Audi hat einen mega Job gemacht. Designtechnisch finde ich den Ticken besser. Chuck. Zum Thema Heck. Da muss ich mal sagen, jetzt aber, die hinteren Rückleuchten finde ich schnittiger von dem Urus. Also bis jetzt auf dem Markt war von dem schönen Bodykits nur der Abt. Wenn der Audi RS Q8 von uns fertig ist. Können ja den Abt mal selber anschreiben, ob er Lust hat. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Kamp-Lintfort. Und zwar heute zum Thema Audi RS Q8. Das Projekt ziehen wir jetzt durch. Und deswegen haben wir jetzt einen Vergleich gemacht zwischen Audi RS Q8 und Lamborghini Urus. Beide mit Prior-Design-Umbauten. Ich war wirklich ein super Fan von dem Lamborghini Urus, bis der RS Q8 kam und wir den gefahren haben. Und jetzt muss ich mal ehrlich sagen, wie optisch, für meinen Geschmack, wie optisch, so fahrtechnisch, überzeugt mich der Audi RS Q8 eher als der Lamborghini Urus. Man muss ehrlich sagen, Audi hat einen mega Job gemacht bei dem Audi RS Q8. Designtechnisch finde ich den Ticken besser. Schreibt mal hier als Kommentar, ob euch der Audi RS Q8 gefällt oder der Lamborghini Urus. Nehmt nicht in Betracht, dass das Lamborghini ist und Audi, sondern wirklich absolut jetzt vom Logos, von der Marke abgesehen, einfach welches Auto ist designtechnisch das Schönere. Betrachtet wirklich beide Fahrzeuge nur als Gesamtbild. Ja? Macht mal so, dass quasi das Lamborghini-Logo auf dem Audi drauf ist. Wirklich, man muss das so ein bisschen manchmal ausschalten und zu sagen, okay, das ist echt das schönere Auto. Ich finde den Audi RS Q8 viel stimmiger vom Design her. Sehr, sehr, sehr extrem, sehr böse. Wenn er irgendwie ankommt, schon serienmäßig, wirkt er schon sehr, sehr böse. So, von vorne. Ich finde den Audi RS Q8, der hat die schöneren Scheinwerfer, für meinen Geschmack, durch diese schönen Linien und so weiter. Auch wenn die angehen, ausgehen, das ist schon so sehr, sehr, sehr modern und der guckt so böse. Wenn man so wirklich sich die Scheinwerfer anguckt von dem RS Q8, dann guckt er sehr, sehr, sehr böse. Ne? Im Gegensatz zum Lamborghini, der wirkt vom Scheinwerfer her, wirkt so ein bisschen japanisch. Ein bisschen Japaner, oder? Also, wir haben hier bei dem Urus auch nur den Frontansatz gemacht, dann die Verbreiterungen, Haubenaufsatz und diese Rahmen hier vorne, ja? So Luftanlassrahmen. Bei dem Audi RS Q8 haben wir auch 1:1 wie bei dem Urus die Rahmen gemacht, Frontspoiler, Verbreiterungen und Motorhaube. Also im Prinzip vom Umbau sind die Autos fast gleich von unserem Umbau her, ja? Ich stelle mir nur vor, wenn hinter dem Grill das alles, was dahinter steckt, noch schwarz wäre, absolut böse. Das werden wir auch auf der Essener Motorshow zeigen, den RS Q8, quasi das fertige Ergebnis. Vielleicht können wir auch noch einen Urus da daneben stellen. Mhm. Wäre natürlich cool, aber zum dritten Mal Urus. Das ist die Frage, ne? Das ist die Frage, ich weiß es nicht. Was sagt ihr denn? Sollen wir denn beide nebeneinander auf der Essener Motorshow zeigen? Oder sagt ihr, nö, der war schon zweimal da, jetzt drittes Mal nochmal, nö. Ne? Könnt ihr als Kommentar schreiben. So, weiter geht's. Chuck. Zum Thema Heck. Da muss ich mal sagen, jetzt aber, die hinteren Rückleuchten finde ich schnittiger von dem Urus, ja, als von dem RS Q8. Ja, also ich hätte gerne so einen kleinen Mix auf beiden Autos. Ja. Den Diffusor finde ich viel schöner bei dem RS Q8. Ja, der ist nicht so hochgezogen wie bei dem Urus. Ich finde, das Auto wirkt dann so quasi so nach vorne gekippt. Also beziehungsweise der ganze Arsch ist nach oben quasi hochgehoben. Ja? Auch der Serienauspuff schon bei dem Audi RS Q8 und bei dem Urus. Da finde ich bei dem Audi RS Q8 die ganz dicken, großen Endrohre schon sexy. Mhm. Ja? Die zwei oder die vier Endrohre bei dem Urus wirken ja auch schon groß. Die sind ja nicht klein, aber ja, gab schon bei so vielen Herstellern. Da ist es nicht, das hat mich von Hocker haut. Ja, das macht Audi ganz gut, glaube ich, mit den Endrohren. Audi macht schon auch da sehr, sehr, sehr schöne Arbeit. Wir haben auch bei dem RS Q8 und bei dem Urus auch die gleichen Felgen drauf gemacht. Also da muss ich mal auch sagen, hier bei dem Audi RS-Modellen, der Diffusor, der reine Diffusor, nicht die Schussung, sondern der reine Diffusor, der quasi von der Mitte so geht, nach oben, ja, der steht bestimmt so viel ab von der Stoßstange. Ich muss mich jetzt mal daran gewöhnen. Ich weiß noch, wo ich bei der Präsentation von einem Audi RS6 und RS7 gewesen bin, habe mich erst mal so ein bisschen
erschrocken. Ja, von dem Diffusor, weil der sehr, sehr nach hinten gegangen ist. Fand ich erstmal nicht so cool, aber jetzt finde ich ihn echt cool. Mittlerweile ist das echt ein schönes Auto. Und auch der Diffusor gefällt mir. Natürlich, von uns ist er auch schön. Der Diffusor ist auch schön. Wollte ich mal gesagt haben. Also bis jetzt auf dem Markt war von dem schönen Bodykits nur der Abt. Alles hat aber so ein bisschen zu viel. Wenn der Audi das Q8 von uns fertig ist. Können ja den Abt mal selber anschreiben, ob er Lust hat. Ja, dann können wir die beiden nebeneinander stellen. Einfach nur so, jetzt nicht vergleichen oder was das hier was oder sonstiges. Oder irgendwie großartig, ja, meines besser oder sowas. Aber so einfach, wer auffälliger ist oder schöner ist oder. Oder? Mhm. Chuck. Eigentlich, guck mal, das ist so, geht so. Ja, ich hätte das eigentlich umgekehrt, habe ich extra gemacht, ja, weil die Scheinwerfer von dem Urus gefallen mir nicht so gut wie von dem RS Q8, aber die Rückleuchten hätte ich gerne umgekehrt. Deswegen habe ich ein weiteres Bild gemacht und zwar so. Also so würde ich mir den Audi RS Q8 wünschen. Ja. Diesen Diffusor hätte ich gerne vom RS Q8, ja, jetzt auf diesem Bild. Aber die Rückleuchtenpartie und so weiter finde ich schon cool, oder? Ja, aber jetzt, wo du das sagst, merkt man echt, dass der Urus vom Werk aus hinten sehr hoch ist, ne? Ja. Mhm. Wir haben den nicht so hoch gezeichnet, der ist extrem hoch. Mhm. Das ist, wenn du guckst jetzt auf das Bild zum Beispiel von dem RS Q8 und der Lambo von vorne, guck mal, das ist stimmiger, finde ich. Ja. Ja? Der geht ja nicht so hoch. Beide sind geile Autos. Ja, ich mecke jetzt auf dem höchsten Niveau. Klar, die Lambo-Fahrer werden sich aufregen und so weiter. Aber beide Autos sind geil. Beide Autos sind geil. Aber es muss immer, man muss immer für sich selber entscheiden, was ist das bessere Auto für mich. Ja, so ist das. So, jetzt warte ich auf eure Kommentare. Haut die raus und spätestens auf der Essener Motorshow sehen wir das Auto. Aber wir werden den Umbau auch ein bisschen begleiten mit der Kamera, wie wir das produzieren und bauen und tun und einbauen und. Ansonsten viel Spaß, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.